Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video wollen wir uns das Xiaomi Redmi Note 10 ansehen. Da im Moment das Mi Festival läuft, gibt es das Ding in der 128 GB Version für läppische 169 Euro. Und ich kann euch sagen, ich habe das Ding jetzt schon ein paar Tage in Benutzung. Das ist eine absolute Kampfansage und das Ding ist richtig, richtig geil. Ich würde sagen, wir fangen an. Nach dem Intro, ich wünsche euch viel Spaß. So, ihr Lieben, also der Lieferumfang ist eigentlich recht überschaubar. Mit dabei ist das Handy, die bei vielen China-Handys beiliegende Gummihülle, die hier ziemlich stramm drauf geht im Übrigen, aber das macht nichts, Hauptsache sie sitzt gut. Des Weiteren haben wir hier noch, anders wie beim Apfel, dem angebissenen, ein Ladekabel dabei, und zwar ein Fast Charger mit 33 Watt. Das Ding ist quasi in knapp einer Stunde und ein paar gequetschten wieder voll und das ist richtig, richtig geil. Ansonsten ist hier eigentlich nur noch die Bedienungsanleitung bei, ein Pin zum SIM-Kartenhalter rausmachen und irgendwas mit einer Garantiebestätigung, damit ihr wisst, wann, wo, welche Garantie greift. Ja, und dann würde ich sagen, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was über das gute Stück. Also, was ist neu? Neu ist vor allem der Display. Und zwar haben wir hier ein OLED-Display, das richtig, richtig gut auch auflöst, und zwar in einer Auflösung von 1080p mal 2400p, was eine Pixeldichte von 409 ppi beträgt. Gorilla Glass 3, das haben wir aber bei den meisten Handys. Das Betriebssystem ist natürlich, wie ihr seht, Android 11 mit der MIUI 12 Oberfläche, lässt sich super bedienen. Der Prozessor ist der Snapdragon 678, ist ein Quad-Core-Prozessor, alles läuft hier richtig flüssig, richtig klasse. Alles Spiele, Anwendungen, Bearbeitungen, ich mache ja auch ein bisschen hier und da mal Bildbearbeitung, klappt alles super. Ich habe hier die 128 GB Version, wie erwähnt, das ist für mich persönlich mehr als genug Speicher. Ansonsten hatte ich eigentlich immer nur 64 GB, wie hier beim Note 9 Pro. Zum Akku. Der Akku ist ein bisschen kleiner wie von dem 9 Pro. Wir haben hier genau 5000 mAh, hier hatten wir 5000 und ein paar gequetschte. Aber dank des tollen OLED-Displays komme ich damit wesentlich besser über den Tag und habe abends auf jeden Fall zwischen 10 und 20% mehr Akku. Da merkt man schon extrem, wie sparsam dieses Display ist. Und das finde ich richtig klasse. Wir haben alle typischen Datentransfer-Systeme an Bord, also sprich Edge, HSPA, plus LTE, WLAN, Bluetooth, und alle funktionieren auch super. Es gibt keine WLAN-Probleme, wie bei anderen Xiaomi-Modellen anfangs. Da gab es ja mal eine Zeit lang immer diese WLAN-Abbrüche, was nachher weggeupdatet wurde. Ist hier nicht der Fall. Ich habe das Ding jetzt seit 3 Tagen in Benutzung und kann eigentlich nur Gutes darüber berichten. Kommen wir weiter. Ja, kommen wir mal zur Kamera. Und zwar haben wir hier hinten auch wieder so ein bisschen rausstehend, was aber dann ziemlich flach ist, dank der Hülle, haben wir hinten eine 48-Megapixel-Kamera. Das ist ein bisschen schlechter hier wie vom 9er. Und verschiedene andere Weitwinkel, Tiefensensor und so weiter und so fort. Das sind dann nochmal zusätzlich eine 8-Megapixel-Kamera, eine 2-Megapixel-Kamera und noch eine 2-Megapixel-Kamera. Also insgesamt 4 Stück. Dann haben wir noch das Flashlight, also sprich den Blitz, der auch ganz gut funktioniert. Ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein, wo immer drauf steht, in welchem Modus ich die Bilder gemacht habe. Also oder halt mit welchem Zoom, damit ihr einfach mal einen Eindruck von der Kamera bekommt. Ich persönlich als Laie kann im Vergleich zu dem hier eigentlich keinen Unterschied feststellen. Die Bilder sind super, die Bilder sind rattenscharf. Ein kleines Video ist auch dabei.
mal abseits von meiner Katze, die hier immer rumspringt, mal der Hund. Ist ein ganz, ganz lieber. Werdet ihr auch gleich sehen. Fein, oh ja. Na, nee, spring. Mal sitz, ja, fein. Ja. Simi, ja. Bleib. Simi hier. Ja. Und sitz. Schau, ja, fein. Ja, das soll's dann dazu mal gewesen sein. Dann haben wir vorne natürlich fürs Videotelefonie auch noch eine Kamera. Und zwar sind wir hier jetzt mittlerweile bei 13 Megapixeln. Und auch da werde ich euch mal ein Bild einblenden und oder ein kurzes Video oder beides, damit ihr seht, was das Teil leistet, damit ihr einen kleinen Eindruck habt. Die Abmessungen liegen bei 160,5 mm mal 74,5 mm und 8,3 mm flach. Das ist eine ganze Ecke weniger wie das Pro 9, also 9 Pro so rum. Das macht sich direkt auch im Gewicht bemerkbar. Das Ding hier wiegt nur noch 178,8 Gramm. Im Gegensatz zu dem hier, das 112 Gramm, glaube ich, lag. Aber ich wollte sowieso mal gucken, wie der Unterschied genau ist mit der Hülle. Das werden wir uns jetzt gleich mal ansehen oder direkt mal ansehen. Und zwar haben wir hier dann so einmal na, will nicht. So, dann einmal das Note 9 Pro, 232 Gramm, das steht wieder auf 0 und dann hier das neue 10er mit 201 Gramm, also sprich 31 Gramm leichter. Und das ist schon echt eine ganze Ecke und das macht sich wirklich bemerkbar, vor allem in der Hand. Ich finde das Handling richtig klasse. Ja, weitere Funktionen und funktioniert auch astrein, sind Dual-SIM. Ich habe sowieso immer zwei SIM-Karten drin. Des Weiteren können wir auch noch eine Micro-SD-Karte reintun zur Speicherplatzerweiterung und wir haben Spritzwasser geschützt nach IP53 und natürlich ein Feature, was ich nicht mehr missen möchte, das NFC zum Bezahlen. Einfach nur das Handy an den Kartenleser halten und schwupps, hast du bezahlt. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die ich eigentlich jedem empfehlen kann. Von daher ist das für mich ein Muss. Und eben noch drüber geredet, da kommt gerade meine Katze. Ja. Ja, kurzes Fazit, tolles Handy, gerade im Moment für 169 Euro zu bekommen, ist das Handy absolut wert. Wer nach einem neuen Handy sucht, sollte auf jeden Fall da zuschlagen. Ich kann es nur empfehlen, die Kamera ist top, Mikrofon ist top. Das Handy hat eigentlich alles, was das Herz begehrt und man macht hier eigentlich keine Abstriche. Telefonieren kann man im Übrigen auch mal damit. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, klicken, liken, abonnieren. Wenn ihr Fragen zum Handy habt, ab damit unten in die Kommentare. Das würde mich alles sehr freuen. In der Videobeschreibung ist das Handy verlinkt. Der günstigste Preis vom Mi Festival suche ich für euch raus. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.